Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin jetzt in Los Angeles, Kalifornien. Der erste Spot wird jetzt Burger She Wrote sein. Ich werde hier in Kalifornien eigentlich ausschließlich Burger probieren. Jetzt schauen wir uns den ersten Mal an. Ich bin gerade fertig geworden mit Essen. Da drüben auf der anderen Straßenseite ist der Laden noch. Ich würde sagen, der Burger war gut. Der hatte eine sehr schöne Kruste. Die Gurke war ziemlich geil. Die Pommes waren sehr gut. Die waren auch selbst gemacht. Aber ich erhoffe mir noch mehr hier in Los Angeles. Aber jetzt mal schauen. Tag 2 in Los Angeles. Ich gehe heute zu For the Win Burger und am Abend gehe ich zu Love Hours. Aber jetzt gehe ich mir erstmal das Hollywood Sign anschauen und das Observatorium und dann gehen wir Mittagessen bei For the Win Burgers. So, ich bin an meinem nächsten Spot angekommen, da hinten in der Ecke vor der Win Burger. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Das ist hier an so einer gut befahrenen Straße, würde ich mal sagen. Aber jetzt schauen wir mal, was das Ganze kann. Ich bin jetzt gerade fertig bei For the Win. Es war ein sehr guter Burger, muss ich sagen. Schönes Potato Bun, die Soße war sehr gut. Und was die immer machen, die smashen das ja sehr extrem. Und dadurch hat es eine unglaublich gute Kruste und schöne Kruste auch. Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Kann man auf jeden Fall herkommen. Es hat, glaube ich, so circa 20 Dollar gekostet. Ich blende es mal ein. Tag 3 in Los Angeles. Dritter Burger-Spot ist in Santa Monica. The Window at the American Beauty. Das kennt vielleicht der ein oder andere schon, aber ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch, wie das Ganze bei mir aussieht. Also die Pommes sind schon mal sehr knusprig, der Burger sieht sehr gut aus. Ja, Potato Bun, wie man sehen kann. Also ich bin jetzt gerade fertig geworden mit meinem Burger. Ich laufe jetzt hier gerade weg vom Restaurant. Der Burger, muss ich sagen, war sehr gut. Die Pommes waren super knusprig. Ab und an würde ich sagen, die Pommes waren auch trocken. Aber durchgehend waren sie auf jeden Fall okay. Und ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wenn man hier in Santa Monica ist, kann man hier auf jeden Fall vorbeigehen.
So, nach einem kleinen Ausflug nach Malibu und an Santa Monica Pier bin ich jetzt in Santa Monica bei Hi-Ho Burgers, was auch der letzte meiner Burgerstops sein wird. Somit habe ich hier in Los Angeles jetzt 4 Burger probiert. Ich hoffe, der am Ende kann noch überzeugen. Der Burgerladen ist circa 2 Parallelstraßen zum Pier, hier in so einer kleineren Straße. Aber ich gehe jetzt mal rein und probiere das Ganze. Burger sieht sehr nice aus. Wieder smashed, schöne Kruste. Das Fleisch ist sogar noch leicht rosa, wie man sehen kann. Ich bin jetzt gerade fertig geworden mit dem Burger. Es war ein guter, solider Burger. Und wie man sehen konnte, an der Seite stand ja auch, dass sie Wagyu benutzen. Der Burger war auch noch schön rosa. Sie haben 2 Patties benutzt statt nur 1, was auf jeden Fall gut ist. Aber wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, dann war For The Win Burger auf jeden Fall der beste. Dann würde ich sagen The Window at the American Beauty, den ich heute Mittag hatte. Und dann Burger She Wrote und Hi-Ho Burger würde ich gleich aufsetzen. Ich hoffe, dir hat der Vlog gefallen und du konntest dir ein bisschen Eindruck machen hier aus der Burger-Szene in Los Angeles. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal, weil nächste Woche kommen noch mehr Vlogs. Auch aus Los Angeles kommt noch einer. Ich werde noch eine Foodtour machen, weil nur Burger essen ist auch ein bisschen langweilig. Deswegen schaue ich mir eventuell noch an, was es sonst so gibt. Tacos, eventuell gehen noch zu diesem Randy Donut Shop. Und ja, mal schauen, was sich da noch ergibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.